So, hi, herzlich willkommen bei What the Food. Wir haben, oder ich zeige euch heute, die geilste Kartoffelbeilage, die es überhaupt gibt. Und zwar machen wir Parmesan-Kartoffeln. Ist ganz einfach, man braucht eigentlich auch nur Parmesan und Kartoffeln. Was ich jetzt noch extra habe, ist ein bisschen Thymian und zwei Lorbeerblätter. Und das war es eigentlich schon. Und man fängt einfach ganz einfach an mit einem Topf mit Wasser, der kocht. Da kommen dann die Kartoffeln rein, der Thymian und die zwei Lorbeerblätter. Und dann werden die Kartoffeln 15 Minuten lang gekocht. Nach 15 Minuten kommen sie raus, lassen sie ein bisschen ausdampfen und dann halbieren wir sie und tun sie nochmal mit Parmesan in der Pfanne machen. Genau, jetzt braucht es 15 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind unsere Kartoffeln, haben jetzt 15 Minuten lang gekocht. Und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann ist kaum noch Wasser im Topf. Die sind jetzt noch nicht ganz fertig, also wenn ihr jetzt den Messertest machen würdet, dann wären sie noch ein bisschen hart, aber sie kommen ja noch dann in die Pfanne jetzt gleich und dann ziehen die nochmal nach. Die restliche Flüssigkeit könnt ihr euch aufheben und wenn ihr das nächste Mal eine Kartoffelsuppe oder sowas macht, dann könnt ihr das dazugeben, also es ist nochmal so ein kleiner Booster. Oder ihr schüttet es einfach weg. So. Dann geht es weiter mit den Kartoffeln so, dass wir die einfach der Länge nach halbieren. Wie gesagt, die haben jetzt noch einen kleinen Kern drin. Ist aber gar nicht schlimm. Ein bisschen ausdampfen lassen. Man sieht ja auch schon, wie sie jetzt anfangen zu dampfen. Das Ausdampfen bringt einfach den Effekt, dass die Flüssigkeit aus der Kartoffel noch mal ein bisschen rauskommt. Sie werden nicht so matschig und sie trocknen ein bisschen aus und können nachher dann das Öl oder den Geschmack, den wir dann hinzufügen wollen, noch besser aufnehmen und werden dadurch dann auch knuspriger. Dann nehmen wir unsere Pfanne, stellen die auf, machen da ein ganz kleines bisschen Öl rein, wirklich nur ein ganz kleines bisschen, ein, zwei Tröpfchen. Und wenn unsere Kartoffeln dann ein bisschen ausgedampft sind, ruhig mit Schale komplett in die Pfanne reinmachen, mit der Hautseite nach, mit der geschnittenen Seite nach unten. Es dauert gar nicht so lange, einfach nur ein, zwei Minuten, dass wir einfach da ein bisschen Struktur reinkriegen. Und wenn die Kartoffel dann so aussieht, dann langt es uns schon. Dürft ihr die wieder rausnehmen. Und das wären jetzt eigentlich an sich schon richtig geile Kartoffeln. Wenn man jetzt einfach ein bisschen Parmesan schon so drüber machen würde, wäre das schon eine ganz geile Nummer. Wir machen das jetzt aber so, dass wir den Parmesan nehmen und ihn in die heiße Pfanne reinreiben. So, und dann kommt es wieder zurück auf den Herd. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht direkt auf volle Pulle, weil sonst verbrennt euch das alles. Sondern so auf 3 oder 4 mittlere Stufe. Und auf der mittleren Stufe kann das jetzt alles anfangen zu schmilzen, der Käse trennt sich vom Fett und die Kartoffel fängt auch an, dieses Fett aufzusaugen vom Parmesan. Also eine richtige explosionsartige Kombination mit der Kartoffel und dem Parmesan. Und man kennt ja diesen Korallchip oder Korallchip. Oder wenn man zum Beispiel Gyozas macht, dann macht man ja auch so eine Art Mehlwasser, gießt es dann rein, damit man nachher so eine Art knusprigen Ring hat. Und genau den gleichen Effekt nutzen wir jetzt quasi beim Parmesan auch aus. Wir lassen den Käse sich vom Fett trennen und dann haben wir nachher richtig einen schönen Parmesan-Chip in Verbindung mit den Kartoffeln, also eine richtig geile Beilage. So, und wenn es dann so aussieht, also man schon sieht, dass der Rand schon geschmolzen ist und sich auch schon ein bisschen braun gefärbt hat, dann nimmt man jetzt einen Teller, legt den falsch rum drauf und dann das ganze Ding einmal gedreht. Und dann hat man jetzt hier eine käsrige Beilage. Käsrig. Das glaubt ihr mir nicht. Wir lassen es erst noch mal ein bisschen. Man muss erst ein bisschen noch auskühlen lassen, dann wird es einfach alles knuspriger. Genau. Und dann kann man auch hergehen. Man kann sich dann natürlich auch die einzelnen Kartoffeln
so geil rausbrechen. Und dann hat jeder... Ui. So eine geile Parmesan-Kartoffel. Die sau knusprig ist, aber trotzdem noch auf der Seite aussieht wie eine normale Kartoffel. So, und dann, wenn man es umgedreht hat, kann man sich dann hier einzelne Kartoffeln rausbrechen. Oder man lässt es im Ganzen und jeder darf natürlich freestyle-mäßig das selber tun. Aber das Geile ist, ihr hört es, es ist richtig knusprig. Hört ihr das? Es ist so eine geile Käsekartoffel dann. Wie einfach diese Kombination geht und wie geil sie einfach ist. Es ist einfach richtig cool. Also probiert es aus. Ich wünsche euch guten Appetit, viel Spaß damit und lasst gerne ein Like da oder ein Abo oder was man halt so macht, einen Kommentar und probiert es auf jeden Fall aus, weil das ist wirklich, muss man mal gemacht haben. Peace, bis dann.